Hallo ihr Lieben, das ist Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter. Und ja, ich wollte mal wieder eine Beziehungssituation mit euch besprechen. Kannst auch solche Sachen anstoßen über ein Formular auf liebeschiff.de. Da findest du auch meine hervorragenden Kurse. Anti-Trauma-Kurs mit kleinem T ist gerade im Frühbucher-Programm. Und wir gehen einfach mal rein. Also es ist von einer Frau und sie schreibt: Lieber Hemmschi, vielen Dank für deinen hilfreichen Content. Sowohl deine Kurse auch Videos haben mir sehr dabei geholfen, mein Bindungsmuster zu reflektieren. Ich bin weiblich Ende 20, bin etwas pluspolig, sehe gut aus, bin gerne in der weiblichen Polarität, habe mir in den letzten Jahren ein schönes Leben mit Hobbys und guten Freunden aufgebaut. Ich hatte nie richtig toxische Beziehungen, sondern hatte zwei Beziehungen zu Männern, die rückblickend sehr autonom waren, teilweise autistische Züge hatten, sowie aus meiner Sicht an der Grenze zur Bindungsangst waren. Naja, meine wenn man ins autistische Spektrum guckt, was man überhaupt mit von Bindungsangst reden kann, die sind natürlich, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber da kann natürlich alles Mögliche auftreten an Missverständnissen, dass vielleicht soziale Cues irgendwie nicht richtig verstanden werden, dass so eine Vorstellung von, ganz andere Vorstellung von Nähe haben. Und aber das ist ja, was ich mal wieder sage, es ist egal, du musst halt gucken, ob du deine Beziehungsbedürfnisse erfüllt werden, ne? Egal, ob das jetzt jemand Bindungsangst hat oder autistisch ist oder narzisstisch ist oder hedonistisch ist oder ich weiß nicht, sonst was ist. Passt es oder passt es nicht, ne? Dadurch waren die Beziehungen oft in Schieflage, da ich mit meiner Pluspoligkeit wesentlich mehr in die Beziehungen investiert habe. Auch habe ich oft drunter gelitten, dass meine Partner mich nicht so oft sehen wollten, wie ich sie, dass sie mich nie vermisst haben, wenn wir uns ein bis zwei Wochen mal nicht gesehen haben und zum Beispiel nie telefonieren wollten. Wenn das zweimal vorgekommen ist, reden wir natürlich wieder über ein Muster. Und Programmierungs-Liebeschips, weiß ich, ob du schon mal Modul 1 gemacht hast, Vertiefungsübungen und so, da diesen Weg mal begangen bist, den Liebeschip-Weg, weil, weiß nicht, vielleicht hattest du so, kommt glaube ich noch so unempathische Eltern, die nicht unbedingt autistisch waren, aber man sucht sich halt, man datet halt die Eltern, bis man es mal gerafft hat und dieser Wiederholungszwang, wie man das nennen kann, oder dieser Versuch, was Vertrautes zu daten und in der Hoffnung, dass es anders ausgeht, das ist wirklich super stark, ne? Seitens der Männer war rückblickend immer wenig Leidenschaft und Sehnsucht da. Könnte natürlich auch, wenn es bei dir mal gucken, passive Bindungsangst, ne? Auch so ein Tipp, ne? Meine letztjährige, sechsjährige Beziehung habe ich beendet, da es für mich schlichtweg zu wenig Zuwendung und Nähe gab und mein Partner auch nach über 6 Jahren zögerte, mit mir zusammenzuziehen. Wenn es nach mir gegangen wäre, wären wir auch schon viel früher zusammengezogen, auch wenn wir aufgrund des Studiums in unterschiedlichen Städten wohnten. Mein Partner wollte seine Freiheit nicht aufgeben, fühlte sich schnell eingeengt. Ja, wie man auch hier sieht, also warum jetzt jemand, sag ich mal, so bindungsvermeidend ist, ist egal, ne? Du ziehst das nach deinem Koordinatensystem auf, ne? Kannst es ja eh nicht ändern. Aktuell bin ich circa 9 Monate erneut in einer Beziehung mit einem sehr autonomen, ebenfalls autistisch wirkenden Mann. Nicht so empathisch, eher etwas egozentrisch. Wie gesagt, wir wollen das gar nicht analysieren. Ja, Menschen, die irgendwie neurodivers sind, sage ich mal, können natürlich auch, ich sag mal so, Empathie geht immer schnell durch den Jordan, wenn, soll ich mal sagen, wenn man da irgendwo Probleme hat. Auch so Hirnverletzungen hat man das gerne mal, dass Empathie dann schwierig wird. Schon eine relativ hochwertige Leistung des Gehirns. Ist ja auch nicht die Schuld von denen, dann nur muss halt gucken, passt das, ne? Wir haben uns über Freunde kennengelernt, obwohl das erste Date ganz schön war. Sagte mir mein Bauchgefühl, dass es nicht passt. Vielleicht soll es auf dein Bauchgefühl hören. Vor allen Dingen schreckte mich ab, dass er erzählte, zuvor mit Ex-Freundin seines Bruders zusammen gewesen zu sein. Das war für mich ein No-Go. Wenn es für dich ein No-Go ist, dann nimm es ernst, ne? Aber gut. Zudem wirkte er ziemlich unsicher, was ich rückblickend wohl nicht so anziehend fand, sodass ich den Kontakt beendete. Nach ein paar Monaten meldete er sich erneut und fragte, ob ich mit ihm joggen gehen möchte. Ich sagte ja, da ich ihn ja eigentlich mochte. Ich merkte, dass er weiter Interesse hat.
Wegen unserer ähnlichen Interessen und weil er ja ein lieber zuverlässiger Mensch ist, ließ ich mich doch auf weiteres Daten ein und es entwickelte sich eine Beziehung. Ja, kann man ja auch machen. Ne? Manchmal ist ja auch so ein ruhiger Start gar nicht so schlecht, aber naja. Von Anfang an fand ich diese jedoch als holprig. Wir redeten häufig aneinander vorbei. Er verstand offenbar sarkastische Aussagen nicht, ich verstand seinen Humor nicht. Ja, wie gesagt, wenn du jetzt, ich weiß es ja nicht, wenn du sagst, er ist irgendwo auf dem Autismus-Spektrum, sind das natürlich genau die Sachen, die dann auftreten können. Ne? Schnell kam bei mir Zweifel auf und ich fühlte mich oft nicht gesehen. So neckte er mich 2 bis 3 Mal mit dem Satz, du bist zu sensibel. Ja, also wie gesagt, ich weiß es ja nicht, vielleicht ist er auch einfach... Es ist ja auch einfach so ein Minuspol. Das ist natürlich so eine typische Minuspol-Aussage. Das ist natürlich wenig hilfreich, ne? Also, das ist, haben wir ja schon diverse Übersetzungsvideos zu gemacht. Das ist natürlich einer meiner Lieblinge, der Satz, du bist so sensibel. Naja. Obwohl er weiß, dass ich diesen Satz nicht leiden kann, weil ihn meine emotional kühle und unempathische Familie, da haben wir ja so dein Blueprint und muss halt versuchen, außerhalb dieses Blueprints zu daten, ne? Also, tut mir leid, du kannst nicht immer die gleichen Leute daten und hoffen, dass es andere Erfahrungen gibt. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Und da muss man sich manchmal echt zu zwingen, andere Menschen zu daten. Ne? Jetzt kannst du vielleicht sagen, ja, ich war ja gar nicht so verliebt. Ja, trotzdem ist es irgendwie erscheinbar immer das Gleiche. Ne? Da muss man wirklich dem Universum sagen, du musst mir jetzt nicht immer das Gleiche schicken. Ich weiß es immer wieder zurück. Ich mache es nicht mehr. Ne? Das ist immer das Gleiche. So, es verletzte mich und er brauchte 2 bis 3 Anläufe, bis er das ernst nahm. Wenn ich mich nach einem anstrengenden Arbeitstag mal keinen Bettsport will, muss ich ihm das oft mehrfach sagen, bevor er die Finger von mir lässt. Okay. Als ich ihm nach ein paar Wochen Beziehung sagte, dass ich mich in ihn verliebt habe, hat er es nicht erwidert. Könnte man jetzt sagen, wenn er es nicht fühlt, kann er es auch nicht sagen. Aber ja, wie man auch hier sieht, es ist, ob der jetzt auf dem Autismus-Spektrum ist oder ob es ein klassischer Bindungsängstler ist, kommt auch das Gleiche raus. Ne? Also es ist natürlich so eine typische Geschichte eigentlich. Ne? Erst auf Nachfrage 2 Monate später sagte er, dass er sich auch verliebt habe, aber es ihm generell schwerfalle, so etwas zu sagen. Darüber hinaus sei er vorsichtig, weil ich ihn zu Beginn ja einmal abgewiesen hatte und erst beim 2. Anlauf eine Beziehung gewollt habe. Ja, das ist aber auch wieder so eine Story, die er sich selber erzählt. Das hat er. Jetzt bist du ja offensichtlich im Pluspol. Also das macht eigentlich keinen Sinn, diese Aussage. Aber gut, das würde ihn verunsichern. Das erste, ich liebe dich, wollte ich dann zuerst von ihm hören. Wenn er es nicht fühlt, weißt du, sind alles Anzeichen, dass ihr da vielleicht ein bisschen unterschiedlich unterwegs seid. Ne? Jedoch kam es auch wieder erst, nachdem ich das Thema nach insgesamt 7 Monaten angesprochen habe. Auch in dieser Beziehung investiere ich wieder mehr. Wird deutlich. So sind wir fast immer bei ihm, weil er sich woanders nicht wohlfühle. Dabei wohnen wir in der gleichen Stadt und ich habe eine schöne, ordentliche Wohnung. Du musst das gar nicht betonen. Also das ist, du hast jetzt so eine Erfahrung von, ich bin nicht gut genug, dass ich geliebt werde, ich bin nicht gut genug, meine Wohnung ist nicht gut genug. Aber das liegt nicht an dir, das liegt an dieser Partnerauswahl. Also ich könnte wetten, würde man nicht vor einem Ferrari drauf wetten, dass, wenn du nur die richtigen Männer datest, dass die, aber vielleicht findest du die dann nicht hot, ich weiß es nicht. Es gibt bestimmt tausende Männer, die mal bei dir sein wollen, ne? Und dich richtig gern daten würden, ne? Aber nicht diese Männer, ne? Das ist echt verrückt, ne? Das ist schon verrückt, was wir immer wieder machen, ne? Auch wenn ich aktuell die deutlich stressigen Wochen habe, oft bis spät abends auswärts arbeite, er hingegen ruhig im Homeoffice arbeite, fahre ich zu ihm, packe für 2 bis 3 Tage, plane im Voraus. Für ihn scheint es hingegen schon zu aufwendig, für mehrere Tage mitzudenken und zu planen. Wie gesagt, das ist jetzt alles, wäre jetzt alles erklärlich auf so einem Autismus-Spektrum, nur spielt keine Rolle, du bist nicht seine Therapeutin. Es geht nur um die Frage, werden deine Bedürfnisse erfüllt in der Beziehung? Offensichtlich nicht. Ne? Für ihn scheint es hingegen zu aufwendig, für mehrere Tage mitzudenken und zu planen. Wenn ich den Aufwand nicht in Kauf nehmen würde, würden wir uns deutlich weniger sehen.
Ja, also ähnlich wie wenn es jetzt so ein normaler Minuspol wäre, setzen nicht die Leute, die Minus sind, setzen sich halt durch. Nur das zerstört die Beziehung halt auf die Dauer, ne? Also da kann man sich nicht drauf aufruhen von, ja, dann sehen wir uns eben weniger, ist mir doch egal, sondern beide Seiten haben eine Mitverantwortung in der Beziehung und er ruht sich halt, ja, er macht halt nichts, ne? Ich meine, er geht jetzt auch nicht fremd, das ist auch nichts Schlimmes. Aber ja, Kreis reibt dich halt auf die Dauer, ne? Und das ist völlig in Ordnung, ne? Er sagt, dass er mich nicht vermisst, wenn wir uns mehrere Tage nicht sehen. Ja, wie gesagt, das, wenn man jetzt, ich meine, das ist nicht das, was man nach ein paar Monaten hören will, ne? Also, ich meine, wenn man jetzt ewig zusammen ist, ist man vielleicht immer ganz froh, ohne den Partner zu sein, klar. Muss ich auch nicht immer vermissen, wenn die Beziehung sonst läuft. Aber hier kommt ja eins zum anderen so, ne? Vor unserem ersten Weihnachten sagte er mir, er wisse nicht, was er mir schenken sollte, obwohl wir uns da schon 4 bis 5 Monate kannten und ich oft viele offensichtliche Interessen habe. Ein paar Tage vor seinem Geburtstag bat ich ihn, diesen bei mir zu verbringen, um mich etwas zu entlasten. Er sagte, dass er seinen Geburtstag lieber bei sich verbringen wollte, da er selber am Tag zuvor zu viel zu tun habe. Also co-abhängig scheint er ja nicht zu sein. Aber okay, beim Geburtstag würde ich ihn aber komplett entlasten, weil ich finde, am eigenen Geburtstag, da würde ich tatsächlich sagen, wenn er den bei sich verbringen möchte, das ist sein Tag, da kann er auch bestimmen. Das würde ich immer rausnehmen, aber es gibt trotzdem, es ist ja alles, geht alles in die gleiche Richtung, ne? Für seinen Geburtstag nahm ich mir einen Tag Urlaub, backte den ganzen Tag davor einen Kuchen und kam abends total erschöpft bei ihm an. Er berichtete von seinem total entspannten Tag zu Hause. Ich fiel aus allen Wolken und fragte, wieso er dann nicht zu mir gekommen sei. Er meinte, er hätte gar nicht mehr dran gedacht. Also, du bist ihm einfach nicht so wichtig wie er dir. Was soll man dazu sagen? Es ist so, ne? Und das triggert dich natürlich, weil du vielleicht auch schon mit deinen Eltern das Gleiche gefühlt hast, ne? Was mich ebenfalls verunsichert ist, dass er bereits zu Beginn sagte, dass ich ja so weite Kleidung tragen würde. Oh, also benutzt sich schon sehr wie so ein klassischer Minuspol, muss ich sagen. Vielleicht ist er auch, ich meine, ich weiß es eh nicht, vielleicht ist er auch gar nicht auf dem Autismus-Spektrum, ich weiß es nicht. Jetzt kommen wir ja schon so in die Minuspol immer weiter rein hier. Ich fasse das zuerst als Kompliment auf. Ne? Es ist wieder so eine sinnlose Kritisiererei. Ne? Also, naja. Mit der Zeit erwähnt er dies regelmäßig und ich bot ihm an, zusammen shoppen zu gehen. Ich kaufte mir daraufhin ein paar Crop-Tops, auf die er anscheinend steht. Also das kann man natürlich mal sagen, nur wie gesagt, das puzzelt sich ja hier zusammen. Ne? Da es Winter war, konnte ich diese jedoch selten anziehen und er machte mich weiterhin darauf aufmerksam, dass er auf engere Klamotten bei mir stehen würde. Zum Beispiel zeigte er im TV und im Fitnessstudio auf andere Frauen und sagte, so etwas würde dir auch stehen. Ja, also Empathie ist wirklich jetzt nicht so seine Königsdisziplin, ne? Das kann man auf jeden Fall sagen. Dazu muss ich sagen, dass ich sehr auf mein Äußeres, meine Kleidung achte. Ich habe da überhaupt keinen Zweifel dran. Das ist wieder das 3. oder 4. Mal ist in dieser E-Mail, dass du betonen musst, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Das ist nicht so. Das Einzige, was nicht stimmt, ist, dass du scheinbar Männer auswählst, die sich so dir gegenüber verhalten. Ne? Und da würde ich ansetzen. Ne? Aber es gibt garantiert Männer, die es anders machen. Auch kritisierte er an mir, dass ich zu lieb sei und dass ich ihn auch mal mehr entdecken ärgern soll. Also letzten Endes, ich meine, offensichtlich sind die Gefühle nicht mehr so viel bei ihm. Es kommt so der Schwächenzoom. Jetzt muss man nicht unbedingt abwarten, dass diese Beziehung so vor die Wand fährt. Da kann man auch früher gehen, finde ich so. Also, naja. Dazu habe ich immer mehr den Eindruck, dass er eigentlich auf einen anderen Typ Frau steht. Ja, also auf jeden Fall ist er nicht so, bei Weitem nicht so verliebt wie du, ne? Wenn ich ihn mal etwas bitte, zum Beispiel, dass er mir Werkzeug mitzubringen, muss ich ihn mehrfach wochenlang erinnern. Er sagt, dass ich ihn doch direkt erinnern soll, damit er dran denkt. Es ist zu viel verlangt, einfach mal eine Notiz zu schreiben. Es gibt so viele Dinge, die man ihm fehlen und sein Verhalten wirkt auf mich, als wenn ich gar nicht wirklich wichtig für ihn bin. Ja, also das kann ich total verstehen.
Wenn ich ihn darauf anspreche, sagt er, dass ich ihm wichtig bin, dass ich das falsch interpretiere. Ja, wir haben wieder, habe ich ja jetzt schon öfter gesagt, Verhalten ist die Sprache des Gehirns. Also es ist völlig uninteressant, welche Storys er jetzt dir erzählt. Er kann dir jetzt auch erzählen, ja, ich bin total verliebt in dich und du bist der wichtigste Mensch auf der Welt, aber wenn das Verhalten nicht dazu passt, sind die Worte Schall und Rauch, ne? So, lieber Christian, ich würde gerne wissen, ob meine Punkte zu kleinlich sind. Nö, absolut nicht. Und du der Meinung bist, dass das vielleicht bindungsängstlicher Schwächensum ist. Wirkt sehr so. Und ob du meinen Zweifel berechtigt findest. Abso-fucking-lutely. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für deine Antwort und wünsche dir weiterhin alles Erfolg und liebe Grüße. Also bevor du da jetzt noch, es wird ja immer schwieriger mit der Zeit, man entwickelt ja auch immer mehr Bindungen, es wird immer anstrengender, sich zu trennen. Wäre vielleicht die Zeit zu sagen, mein Gott, ich muss hier meine Zeit auch nicht verschwenden und ich muss auch nicht immer das Gleiche machen, muss nicht immer die gleichen Leute daten. Vielleicht einer Zeit zu gehen, aber ist natürlich letztlich deine Entscheidung. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Ciao, Lieben.